Popöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und ich zeige euch heute einen legendären Trick in The First Descendant. Freunde, es ist so broken, wirklich. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr beim Boss seid und euch die Munition ausgeht? Standardmunition wohlgemerkt. Das passiert jetzt nicht mehr. Ich gehe mit euch jetzt einfach mal in den Bosskampf. Und dann zeige ich euch einen coolen Trick. Ihr müsst jetzt dranbleiben dafür. Ich starte den öffentlichen Einsatz, weil ich kann da ein bisschen mehr erzählen. Die anderen können kämpfen und ich brauche nicht so ernst, serious beim Bosskampf zu sein. Was ich gemacht habe, ist... Nee, verrate ich euch nicht. Ihr müsst es sehen. Ihr müsst es sehen, um es zu glauben. So, aber ihr dürft das hier machen. Ping, ping. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren, Support, kein Mord. Und ich schwöre dir... Du brauchst jetzt noch nicht abonnieren, wenn du das gleich siehst und findest es geil, dann abonnieren und Kommentar schreiben mit Ehrenmekko. Einfach Ehrenmekko, Ausrufezeichen. So will ich das sehen. So, wir warten jetzt hier, kommen 41 Sekunden, gucken, ob er den Timer einhalten kann. Der Vollstrecker. Ja, sehr gut. Ist mir so oft passiert einfach, dass ich wirklich im Kampf stand und dann keine Munition mehr hatte und die Eisvögel waren auch nicht da und oh ja, es nervt dann einfach wie Sau. Und ich habe jetzt zwei Methoden, wie ich Munition kriege. Und das, was passieren wird, ist krass. Das ist so krass. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach in den normalen Bosskampf rein. Ja, hier ist jetzt... Wo ist der denn hin teleportiert worden? Was mit denen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt sind sie hier, okay. Ah ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. So. Wir warten. Oh, jetzt hat er die weggemacht. Wir warten jetzt auf den auf das erste Mal, wo die Eisvögel spawnen. Nämlich jetzt. Ich switch jetzt meine Waffe. Und dann gucken wir mal, ob hier irgendwo Muni liegt. Guck mal da. Oh. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie viel Munition ich habe. Was denn da passiert? Und in meiner Hauptwaffe habe ich auch noch 150 Schuss. Komm, da geht jetzt keiner ran. Ich schieße mal so unter die Platte. Egal. Weg damit. Oh, er ist immun. Was habe ich gemacht, Freunde? Ich habe einfach 700 Schuss und 190 in meiner Standardwaffe. Erzähle ich euch gleich. Wir machen jetzt hier den Bosskampf. Guckt ihn euch in Ruhe an. Genießt ihn ein bisschen. Es ist ein Just for Fun Spaßkampf. So, da sind wieder Vögel. Ich wechsle die Waffe. Gehe hier hin und zack, habe ich 803 Munition. 839, mehr geht nicht. Plus 190 in meinem Magazin. Junge, es ist so viel. Kannst du mal da hinten das Ding kaputt machen? So. Die Schulter schon mal ab. Hi. Willst du mir ein Five geben? So, da ist er nach dran. Komm, ich helfe dir, Brudi. So. Also. Ist ganz simpel. Ich erkläre euch mal grob, was jetzt so hier passiert ist. Und zwar ist in meiner zweiten Waffe sind Mods drin. Die machen, dass ich mehr Munition aufheben kann. Ich zeige euch gleich genau den Aufbau. Und dadurch kann ich halt, wie gesagt, in meiner Hauptwaffe habe ich auch einen Mod drin für mehr Munition im Magazin. Das heißt, ich kann 190 Schuss haben. Und in meiner Zweitwaffe habe ich Mods drin, damit ich mehr Munition überhaupt tragen kann. Und wenn ich dann switch und Munition aufhebe, wird die Munition aufgehoben, die da liegt. Bis zu einem Maximum von 839. Mehr geht, glaube ich, nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob es das Ganze auch für andere Waffen gibt, für andere Munitionstypen. Ich spiele leider nur diesen Munitionstypen. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Kann mich da aber auch gerne mal schlau machen und schreibe es euch in die Beschreibung. Oder ich habe halt nicht nachgeguckt. Ich habe es gerade entdeckt und dachte so, wow, Alter, wow. Einfach wow. Und deswegen habe ich direkt das Video gemacht und ich vermute, es gibt ja die Mods irgendwie für alle Waffentypen, oder? Können wir ja gleich mal gucken. Wir werden es gleich rausfinden. Tschüss. Hat wehgetan? Ja, nicht leid.
doch schön. Guck mal, wie viel Munition ich noch hab. Oh, da ist jemand gestorben. Heb ihn auf, Brudi, heb ihn auf. Lass ihn in Ruhe. Er hat noch ein Schild gezündet, sehr gut. So, und weg mit dir. Tschüss. Sehr gut. Ich habe keine amorphen Materialien mehr für den, deswegen brauche ich nur schnell aufheben und dann sind wir hier raus. So, liegt hier noch was? Ich glaube nicht. Egal, wenn ja, dann weg. So, was habe ich gemacht? Wie gesagt, wir haben eine zweite Waffe. Einfach nur mit zwei popligen Mods. Wir haben insgesamt drei Waffen, die wir tragen können. Und ich brauche immer nur zwei. Brauchte eigentlich immer nur zwei. Weil die zweite Waffe habe ich entweder benutzt, weil es nur Sniper war. Oder wenn meine Munition leer war, da ich eine zweite Waffe mit Munition hatte. Brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einfach diese Waffe auch mit Standardmunition. Und habe diese beiden Mods drin. Also, Standardmunitionszwang und Standardmagazin-Erweiterung. Standardmunitionszwang macht maximale Standardmunition plus 60%. Verringert das Bewegungstempo, aber nur wenn du die Waffe trägst. Also, egal. Maximale Standardmunition plus 50%. Und hier normale Spezialmunition Veredelung. Wenn du fallen gelassene Spezialmunition, also orangene, erhältst, wandelst du 1,2 Kugeln in eine Standardmunition um. Junge, aus 6 Kugeln werden 5. Das ist... Ja, also ihr könnt also auch die orangen Munition aufheben, um eure Standardmunition zu füllen. Wenn ihr dann die Waffe in der Hand habt, stackt die Munition hoch auf 834, also 110% mehr. 400 könnt ihr tragen, 110% mehr sind eigentlich 840. 834 sind es, warum auch immer. Aber ja, und in meiner Zema habe ich dann noch die erweiterte Waffenladung und hier nochmal Erkenntnis Unterstützungsmunition, damit ich mehr im Magazin habe. Und so komme ich dann auf über 1000 Schuss, die ich dabei habe. Das ist... Junge. So, und wir wollten jetzt mal gucken, gibt es das Ganze auch für andere Waffen? Das kriegen wir jetzt raus. Lass mich ganz kurz nachforschen. Sekunde. So, ich habe jetzt mal bei der Sniper-Munition hier geguckt. Hier, da ist das Ding auch drin. Das heißt, ihr könnt das auch machen, wenn ihr eine Sniper hättet. Und bei selten... Da weiß ich natürlich nicht, ob ich das Ding habe. Lass mich gucken, wo ist das? Da ist es. Da gibt es also auch Hochleistungsmunition. Gucken wir auch nach. Warum nicht? Ich hätte mir ja mal merken können, wie die Dinger heißen. Ne? Das wäre viel einfacher gewesen, als jetzt hier rumzueiern und zu suchen. Da Hochleistungsmunitionszwang. Also könnt ihr mit allen Waffen machen. Einfach. Wie geil ist das denn? Junge, macht das sofort nach und genießt die Entspanntheit der Munitions dabei Habung. Wisst ihr, wie ich meine? Herman the German und so. Haut rein. Tschüss.